Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zum Truck Simulator 16 oder zum Truck Simulation 16. Ein neues Spiel, ein Mobile-Spiel von Astragon veröffentlicht, schon sehr lange angekündigt und mit Lizenzmarke MAN und da würde ich einfach mal sagen, gucken wir mal, was wir da hier so Hübsches damit machen können. Wir richten jetzt erstmal ein neues Profil ein. Mein Name ist Olaf. Genau, der Olaf, der bin ich. Den bestätigen wir jetzt auch. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Machen hier eine kleine Let's Play-Reihe davon. Bin auf jeden Fall, gehypt will ich jetzt nicht sagen. Ich habe mich im Vorfeld über dieses Spiel null informiert. Soll halt einfach nur ein Truck Simulator sein. Für Android und iOS. Kostet im Übrigen 2,99 €. Das sei ja da vorgesagt. Willkommen, Olaf. Du hast einen alten LKW und 15.000 Dollar geerbt. Mache jetzt deine Führerscheinprüfung. Cockpit-Ansicht. Wische mit den Fingern zu den Pfeilen. Nach links. Nach rechts. Mhm. Okay, Kamera. Du kannst zwischen verschiedenen Kameramodis wechseln. Außenansicht, verfolgte Ansicht, Innenansicht. Mhm. Steuerelement. Wähle deine Steuerung für die erste Lektion. Pfeile, Regler, Neigen. Pfeile würde ich mal behaupten. Das sind die Regler. Oh ne. Dann doch eher Pfeile. So, beschleunigen und Gas geben ist soweit ganz Standard. Ja, so, dann gehen wir einfach mal Gas. Gehen wir mal auf Kamera 3 von 3. Und den soll ich ja, denke ich mal, hier ansatteln. Grafisch muss ich sagen, sehr zweckmäßig jetzt auf den ersten Blick. Sehr, sehr comic-lastig wie immer. Aber wie auch schon immer mal gesagt, ich mag diese comic-lastige Grafik, ja. Finde ich auf jeden Fall immer schöner wie dann so eine keine Ahnung, Pseudo-3D. So, ja. Ankoppeln, zack, gut gemacht. Das Navigationssystem und die Karte helfen dir, dein Ziel zu finden. Okay. So, Ladung abliefern. Bringe deine Ladung nach Berlin, Flughafen. Okay, gucken wir mal, ob das jetzt hier die Karte war. Auf jeden Fall leider erstmal. Kann es sein, dass ich jetzt rausgegangen bin. Willkommen, dies ist die Karte. Hier kannst du deine neue Firma führen und verwalten. Mit den Buttons in der Liste oben gelangst du in das Menü und kannst auch direkt in dein LKW einsteigen und losfahren. Gut, Flughafen Berlin, da sollen wir hin. Ja, da stehe ich hier, das ist ja soweit klar. Okay, dann fahren wir mal Ride. Das ist wohl anscheinend immer mit einer Zwischenladezeit noch ergeben. Problem ist jetzt nur, das ist zwar alles richtig. Flughafen Berlin. Wo muss ich da hin? Unfälle. Sammle Erfahrungspunkte, indem du für eine bestimmte Zeit fährst, ohne einen Unfall zu bauen. Okay, Abschleppwagen. Der Abschleppwagen hilft dir bei schweren Unfällen zurück auf die Straße. Okay. Was ich jetzt immer noch nicht... Ah, hier Pfeil. Okay. 50. Ich gehe mal kurz in die Indoor-Kamera. Sieht jetzt zwar auch nicht so cool aus, aber okay. Links abbiegen. Rechts vor links einhalten. So. Zum Sound kann ich momentan auch nichts dazu sagen. Das werde ich dann in dem nächsten Part sagen, wenn ich es mir dann selber mal anhören konnte. Komm, wir gehen mal wieder hier hoch in die Außenansicht rein. So, 50. Gibt es hier überhaupt eine kmh-Anzeige? Ach ja, doch hier. 43, 45 kmh, wollte gerade sagen. Wie sehe ich denn hoch? Ist eine, auf jeden Fall das ist eine doch sehr eigene Fahrphysik. Halt, so. Diese eigene Fahrphysik, so unfallfrei plus 10 XP. Ach, so schnell, okay. Ja gut, so schnell kann man ja nur eigentlich auch dann keine Fehler machen, oder? Tempomat, benutze den Tempomat, um automatisch auf einer Geschwindigkeit zu fahren. Ja, soweit klar. So, wir dürfen hier 70 fahren. Da stellen wir den Tempomaten auf 65, 50 ein. Na ja, gut, dann ist das ja auch wieder doof. Also den Tempomaten kriege ich damit wieder raus. Ich gehe mal kurz wieder in die Innenansicht, weil ich sehe sonst hier nicht so ganz, wie ich auf der Spur bleibe. So. Man sieht natürlich auch hier in-game drin, es ist ein bisschen...
ist ein bisschen arg verwaschen, die ganzen Texturen und so weiter und so fort, aber egal. Hier so zack nach außen. Wir fahren weiterhin geradeaus. Und von dann nach links. Okay. Dann fahren wir mal nach links. Zack. Okay. So viel zum Thema, ja, Unfälle bauen. Wer braucht das schon? So, bitte hier komplett einscheren. Es geht nämlich jetzt auf die Autobahn hier drauf. Mal kurz nochmal hier 2. Es ruckt doch manchmal so ein bisschen massiv. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwo hängen bleibe oder ob das halt so ist, wie es ist. So, passt doch soweit. Wir schleppen uns hier mit 30 ganzen Kamm. Ja, das war aber, nee, das war aber auch nicht so. Das ist halt einfach so, wie es ist. So, dann biegen wir ab hier. Blinker gibt es in dem Falle nicht. Aber noch 14,6 Kilometer. Obwohl, na gut, 13,3. Bis es hier weitergeht. Und natürlich holen wir uns jetzt die nächsten 10 XP auch wieder ab. Das ist ganz klar. 70. So, dann biegen wir jetzt hier ein. Ja, da müssen wir nämlich auch schön hin. So, ein bisschen auf die Bremse hier drücken. Ziel erreicht. Manövriere dein, ja, zum Abladen, ist ja ganz klar. Halt. Und dann zum Abkurbeln. So, halt. Was war das denn jetzt? Das Tutorial sollte mich in dem Sinne ja nicht... Ja doch, ist in Ordnung. So, Glückwunsch, du hast deine LKW-Lizenz erhalten. Jetzt kannst du mit deiner Firma loslegen. Tutorial abgeschlossen, du erhältst 400 XP. Okay. Wähle einen Hauptsitz oder wähle deinen Hauptsitz. Was haben wir denn? Was? Wir haben nur Leipzig. Warum jetzt nur Leipzig? Dann gehen wir halt nach Leipzig. Ne? Also ganz klar. Leipzig gibt deinen Firmennamen ein. Ach, was weiß ich. Das ist der Olaf Truck. Warte, hier, Olaf, hoch, Olaf, Truck, so, und eine GmbH sind wir, GmbH, wird das so geschrieben, ah ne, halt, das war aber groß noch, ne, GmbH, so, okay, so, wähle jetzt Leipzig, ich wähle jetzt Leipzig, Stadt, du kannst Garagen bauen, Fahrer ansehen und einstellen, um Jobs zuzuweisen. Okay, klicke auf Jobs, um loszulegen. Jobs. So, hier kannst du einen Job annehmen. Du benötigst jedoch den richtigen Anhänger und das richtige Erfahrungslevel. Wähle einen Job aus und drücke auf Ich fahre. Okay. Leipzig-Hannover, Leipzig-Berlin Flughafen. Leipzig-Berlin. Dann machen wir mal Leipzig. Ja, was könnte man denn mal hier machen? Level 2 ist ein... Ach hier, Leipzig-München. Das würde aber noch funktionieren. Ich fahre. Machen wir mal Leipzig-München. Ja, aber wieder die Ladesequenz hier. Ladung abholen. Hole jetzt deine Ladung in Leipzig. Okay. So. Die steht ja schon hier vorne. Ne? Da fahren wir... Ach nee, ich war schon Level 2. Jetzt habe ich schon Level 1 Auftrag gemacht. Ach, Wayne. So, dann drehen wir mal hier das Ganze so rein. So. Dann fahren wir rückwärts. So, schöner LKW. Halt ziemlich altmodisch, aber nö. Warum nicht? Würde man in Deutschland heute gar nicht mehr zugelassen kriegen. Halt. Zack. So, und bring die Lieferung oder die Ladung nach München. Sollte kein Problem sein. Ich muss gerade mal gucken, wo es hier rausgeht. Geht's hier raus? Und tatsächlich. So, jetzt müsste mir das der Navigator das Ganze eigentlich nur noch anzeigen, aber tut er scheinbar noch nicht. Gehe ich nochmal kurz auf die Karte. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. München. Ja, da möchte ich hin. Gehen wir mal bitte wieder fahren. Man muss jetzt wissen, muss ich jetzt links oder rechts rum? Also ist anscheinend... Scheinbar ist es egal. München, 200 Kilometer left. Ich wollte einfach mal hier raus. Ja, das Auto ein bisschen mitgeschliffen hier, da stört er nun nicht. So,
So, wichtiger Job. Fahre mindestens 53 Kilometer. Aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit 28, ja. Ah ja, jetzt ist der Navigator auch da. Wir sollen einmal geradeaus fahren. Ist hier alles easy. Dort ist alles easy. Und dann bleiben wir auch geradeaus. Also ich bin mal gespannt, wie groß die ganze Spielwelt ist. Also man hat es ja jetzt schon... an der Karte gesehen. Also wir haben schon ein paar etliche Städte. Es geht nach Tschechei und so weiter und so fort. Ist ja alles da. Ist halt nur die Sache, wie schnell gehen jetzt die 250 km/h rum? 250 Kilometer rum. Das ist ja die Frage, die mich hier stellt. Da werden wir auf jeden Fall abschließen. Und von euch möchte ich natürlich wissen, wollt ihr das hier weitersehen? Habt ihr Bock da auf das Let's Play? Dann gebt dein Video unbedingt ein Däumchen nach oben. Also, ich fahre 100. Darf ich 100 fahren? Oder mal, ich gehe mal Tempomat rein auf 80. So. Einfach mal Tempomat. Das leckt aber ganz schön teilweise. Das liegt nicht am Tablet. Also das Tablet ist gerade nicht mal ansatzweise ausgelastet. Aber ich bin nur nirgendwo dagegen gefahren. Also von daher sollte das schon passen. Ich komme auch einfach mal 100 hier. Der Klicky ist ja nicht da, der sieht das ja nicht, ne? Dann können wir mal ein bisschen Gas geben hier. So, 213 Kilometer. Gut, das ist wie echt, nicht wie ein echtes, sollte ja ganz klar sein. Die Autos ziehen mir teilweise ein bisschen zu hastig rein. Aber die überholen uns auch. Warte mal, wir haben jetzt hinter uns... Seht ihr das? Die überholen uns sogar. Beeindruckend. Gut, konnte der ETS auch, ja, aber... Wir reden ja immer noch von dem Mobile-Spiel. Gut, wir reden auch von dem Mobile-Spiel, was 3 Euro kostet. Was eigentlich auch nicht allzu viel ist, davon abgesehen. Wir dürfen hier sogar 100 fahren. Ja gut, als LKW definitiv nicht. Aber ich glaube, das nimmt das Spiel uns jetzt hier nicht allzu zu ernst. Aber auf jeden Fall Lizenzmarke MAN mit dabei. Das ist auch schon ganz nett. Natürlich, wir fahren jetzt noch nicht MAN. Und es gibt so sehr viele andere LKWs. Soweit habe ich mich über das Spiel informiert, wo das damals angekündigt worden ist. Also MAN ist halt als einzige Lizenzmarke in dem Falle mit dabei. Als einzige Lizenzmarke mit dabei. Als richtige oder als große Lizenzmarke. Und der Rest sind halt auch alles LKWs, die man an sich so kennt. Schlimme so Mercedes, also Benz, schlimme der MB4 ist auch mit drin. Aber halt einfach nur Pseudonamen halt geben, also irgendwelche Fantasienamen mit drin. Aber ansonsten sollen da wohl sehr viele, soll wohl alles so original wie möglich nach kopiert, nenne ich es jetzt einfach mal, sein. Schauen wir einfach mal. Die Fahrphysik ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Man hat halt einfach so das Gefühl, wenn das so wackelt und alles, denkt man so, Halleluja, wen rupp ich jetzt hier gerade mit? Aber dabei ruppt man gar keinen mit. 155 Kilometer noch. Also 100 Kilometer sind wir jetzt schon mal gefahren. Es geht eigentlich. Ich gucke gerade mal so von der Zeit her, soweit in Ordnung. Gut, man sieht jetzt auch hier Autobahn, klar. Links, rechts relativ schnell zugezogen. Ihr seht die Bäume oder die Grafik der Bäume. Was ich hier schon mal positiv finde, es ploppt wenig auf. Es ploppen ab und zu ein paar Bäume auf, wie man das jetzt hier so sieht, aber ansonsten baut sich die Welt zwar vor uns auf, was so eine mehr oder weniger ja, Nebel eingehüllt ist. Was ich aber immer noch besser finde, als wie wenn das alles vor einem komplett aufploppt. Ne? So könnte man wenigstens sagen, alles klar, ist halt vorne ein bisschen neblig und wir sehen es dann erst später. Das ist ja soweit so vollkommen legitim. Also mit der Grafik gehe ich auf jeden Fall mit den... Ladung wurde beschädigt, wer hätte es gedacht. Mit den Lecks eher weniger. Jetzt konnte ich zum Beispiel gerade gar nichts machen. Abgesehen davon, dass die Ladung beschädigt ist. Kriegt mir jetzt immer noch Kohle dafür. Es bleibt spannend. So, 104 km/h noch. Wie gesagt, zum Sound sage ich dann hoppala, im nächsten Part was. Das mit den Lags, warum ich mir da sicher bin, dass es jetzt zum Beispiel nicht an meiner Hardware hier liegt, aus einfachem Grund, ich habe mir mal die Kundenrezension mal so durchgelesen, die es da mittlerweile gibt. Da gibt es mittlerweile schon 44 Stück, ist heute erst rausgekommen, das Spiel. Und da beklagen halt auch einige Spieler, dass es etwas lecken tut.
Und ich selber merke es halt einfach am Tablet, weil es wird nicht warm, ist alles easy peasy, so auf Deutsch übersetzt. Und ich nehme nebenbei hier noch mit auf, ne, was ja die Grafik bzw. die Hardware auch noch mal ein bisschen belastet. Und da ist aber eigentlich soweit alles ruhig. So, mein Gott, wir bekommen ja gut XP, wenn wir echt keine Unfälle bauen. Was manchmal mit den Lecks gar nicht so, obwohl die kommen jetzt nur nicht so häufig vor, aber trotz all dem. So, 64 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Das ist auch mit den Tasten, wenn ich jetzt hier so einlenke, alles sehr, sehr ruckartig. Die Ladung wurde beschädigt, ja mal wieder. Und unsere Unfallfahrt, ich wollte eigentlich nur mal so nach hinten gucken, aber das lässt mich das Spiel ja gerade nicht. Oh, wir müssen hier rechts runter. So, seht ihr das jetzt, diese Brrr. So, wo können wir jetzt denken, okay, ist mir da jetzt gerade hinten einer drauf gefahren oder soll ich jetzt wieder geradeaus? Ne, jetzt soll ich links. So. Hier haben wir auf 80 hier, das ist mit dem Tempomat eigentlich sehr angenehm. Lässt sich auf jeden Fall einiges besser steuern, wenn es halt wirklich manchmal nicht so zuckeln würde. Und da sind wir in München. Bin mal gespannt, ob die hier das Großstadt-Flair irgendwie so hingekriegt haben. Ich zweifle zwar dran, das war jetzt wohl dann doch ein bisschen zu viel verlangt von so einem Spiel, aber... Rummel war erstmal hier mit 50 Weide. Haben wir noch 17 Kilometer, also wir müssen schon noch ein bisschen durch die Stadt hier cruisen. So, mein Freund, grüner wird's nicht. Grube gibt's in dem Fall leider nicht. Danke. Und ich bleib natürlich wieder an der roten Ampel stehen. Aber relativ schnelle Zeiten. Das würde man mal hier mit anmerken. So. Dann mal wieder aufmachen hier. Und da bekommen wir unsere nächsten unfallfreien XP-Punkte. Die liegen jetzt bei schon plus 20. Wahnsinn. Haben wir schon fast Level 3 erreicht. Dadurch, dass unsere Ware aber hier auch beschädigt wurde, ist das jetzt hier auch nicht so cool. Wo zur Hölle muss ich denn jetzt hier hin? Soll ich jetzt den Ort noch selber finden oder was? Ah, oh, tatsächlich. Wir hätten da rein. Wir hätten links rum gemüsst. Finde ich eigentlich nicht so geil. Wenn wir dann müssen wir mal kurz hier so hinfahren. Rückwärts fahren, wie ich das hasse. Das geht hier schon mal einiges leichter. So. Also in den Städten muss man dann selber gucken, wo man hin muss. Das ist auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Glückwunsch, du hast die Stadt München freigeschaltet. Jo, danke. Würde ich mich trotzdem drüber freuen, wenn man dann nicht gleich mein LKW stoppt. So, gut gemacht. Du hast den Job abgeschlossen. Was habe ich dafür an Kohle gekriegt? Das ist ja die wichtige Frage, weil die Ware wurde ja beschädigt. Okay. Ja, gut. Dafür, dass es da mal ordentlich gekracht hat, haben wir ganz gut Kohle gemacht. Du hast jetzt 19.000. Du kannst jetzt einen neuen LKW kaufen zum LKW-Shop. Hier kannst du neue LKWs und Anhänger kaufen. Mit besseren LKWs kannst du Schnappsteller erledigen. Mehr Aufträge bringt dir bessere Aufträge. Mehr Anhänger bringt dir bessere Aufträge rein. So rum. Jetzt haben wir das Ganze mal hier. Das ist zum Beispiel Mercedes. Ich lobe da hier um. Tatros, das ist ein Actros auf jeden Fall. Von der Form her sieht das aus wie der MP4. Dann haben wir hier einen MAN TGS. Ein ASCA 8X, was das immer sein soll. Ein TGX, ein TGX. Containeranhänger. Dann noch ein MAN Race-Dings, was hier eigentlich gar nichts drin verloren hat, meines Erachtens nach. Aber okay, gut, dann holen wir uns hier den MP4.
Ja, das ist der MP4. Definitiv. Kaufen, kaufen. Sehr schön. Einsteigen. Teile unsere Erfahrung. Später, bitte. So, ist eingestiegen und damit können wir da auch wieder zurück zur freien Fahrt. Meine Freunde, das sollte es erstmal hier. Doch, ja, doch, meine Freunde. Das sollte es erstmal hier gewesen sein für den ersten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen auf jeden Fall da und dann sehen wir uns gegebenenfalls natürlich morgen wieder, wenn ihr mögt. Ne? Bis dann, haut rein. Tschüss.